Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Schau mal diese etwas größere Kiste an. Tullibardine, The Murray, Highland Single Malt Scotch Whiskey Triple Port Cask Finish. Destilliert hier 2008, abgefüllt 2022. Unser Marquis Collection 46%. Wir haben insgesamt 18.278 Flaschen davon weltweit. Und wir reden jetzt hier vom Whisky Base Nummer 22357. So, wir haben hier einen Preis von circa 64,90 €. Meistens präpariere ich das vorher, dass ich das hier gut greifen kann. Aber dieses Mal habe ich es nicht gemacht. Wir haben White Port, kenne ich, Yummy, manchmal, je nachdem, von wer das kommt. Wir haben Tawny Port und wir haben Ruby Port. Wie lang diese Finish ist, habe ich da keine Information dazu gefunden. Auf der Webseite von tullibardine.com steht es hier, der 12. limitierte Ausgabe von der Tullibardine Marquis oder Marquis Collection, verheiratet jetzt hier zusammen drei verschiedene Typen von Portfässern: Weißport, Tawny Port, Ruby Port. Und das Resultat ist ein delikater, leichter Pfirsich-Moment, der auch eine Zusammensetzung von süße, fruchtige und warmende Aromen und Geschmacken da bildet. Wie kann man viele Worte benutzen, ohne etwas zu sagen? Also, von daher, gut. Es gibt ein paar andere Sachen, wie hier Himbeeren und schwarze Früchte, was auch immer schwarze Frucht ist, perfekt balanciert, ein bisschen Crème Brûlée, ein bisschen hier Karamell und dann, ja, finished. Wie lange? So, lass uns sehen, ob wir hier ein Natural Color irgendwo finden. Distilled, matured and bottled Scotland. So, auf der Rückseite haben wir jetzt Triple Port. Haben wir jetzt hier Natural Color? Nein. Haben wir hier ohne Farbstoff? Nein. Schade. Das ist das, was wir immer wieder wollen. So, auch interessant. Sogar bei whisky.de steht nichts wegen ohne Kältefiltration. Schade, schade, schade. Also, was ich hier habe, ist eine unabhängig abgefüllte Tullibardine. Wir haben hier 2012, das ist 2008, also älter. Hier wurde 2021 jünger. Und wir haben hier ein Hogshead mit einem Finish in Firstfill Pheno Quarter Casks. So, ich hole das einfach hier raus und wir haben ein paar Umdrehungen mehr. Wir sind hier tatsächlich bei 3 und, nee, 54 sogar. So, das ist ein unabhängiger Abfüller hier in Deutschland, der Douglas Thompson, Single Malt Scotch Whisky. Und er hat sich ein paar Fässern da geholt und das dann hier ein bisschen in Pheno gefinisht. Ich wollte einfach etwas vom Tullibardine haben. Sorry. So. Das ist heiß begehrt. Das ist hier momentan ein wurde sofort ausverkauft in meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Also Himbeere bekomme ich dann da. Ich bekomme ein bisschen vanillige Momente. Guck mal, die haben wirklich es übersetzt hier bei whisky.de. Säuerliche Himbeere, saftige schwarze Früchte, Bratapfel und Karamellcreme. Schön, also nett hier. Durch die Pheno und durch den Quarter Cask ein bisschen anders. Der war karamelliger und ein bisschen dunkler. Das war ein bisschen hier heller. Also 64,90 € ist schon ein interessanter Preis. So, momentan haben 11 Leute abgestimmt hier bei Whiskey Base und hat 85 Punkte. So, ich kenne, und jetzt ist meine Frage jetzt hier, Triple Cask, also drei verschiedene Fässer kenne ich. Meine Frage ist, was kennst du mit Triple Cask? In dem besonders, welche, gibt es ein Whisky, der alle drei verschiedene Sorten, es gibt eigentlich vier verschiedene Sorten von Port. Wir haben Weiß, wir haben Rosé, wir haben Tawny und Port. Also man könnte ein Quadruple, eine vierfache
Fass machen, wenn wir wollten. Welche kennst du, die auch alle drei oder sogar vier Portfässer hier benutzen? Wenn ich das richtig verstehe, es ist nicht ein Whisky, der dreimal in verschiedene Fässer hintereinander, sondern das wurde gereift. Es bekam ein Finish in drei verschiedene Portfässern und dann wurde es vermehlt und dann abgefüllt. Das ist das, was ich hier herauslese, denn da. Da ist eine Süße da, aber da ist auch eine leichte Säure im Moment. Eine rote Apfel, ein bisschen Eiche. Diese Vanille habe ich jetzt hier. Okay, also einladend, muss ich schon sagen. Ich habe ein bisschen Angst wegen dieser Säure. Ach, ob das dieses Buttersäure ist, diese Milchsäure im Moment. Schauen wir mal. Tschüss. Vieles von Tully Bardeen überrascht mich momentan positiv schon. Tschüss. Mein erster Eindruck ist nicht kälteverträgt, da ist eine Cremigkeit. Da ist eine leichte Bitterkeit, Schrägstrich, bisschen Säure. Ich will sagen, ach, mein Mund tut so, als ob es Schwefel wäre. Hoffe ich, vielleicht eins dieser Fässer hat Schwefel gesehen. Oder eins von dieser Arten von Schwefel hat es gesehen. Ach, doch, Schwefel ist mit drin. Leider, leider, leider ein bisschen, aber noch nicht störend für mich. Da ist auch ein bisschen europäische Eiche, würde ich sagen, mit dabei. Das ist nicht gewöhnlich, das ist nicht normal hier für Portfässern. Portfässern sind hauptsächlich meines Wissens aus amerikanischer Eiche. Ja, ich habe gerade ein bisschen pausiert und ein bisschen hier geschaut. Ich habe einen Shop gefunden für Fässern, gebrauchte Fässern, oakbarrels.shop. Auch damit hatte ich auch schon mal zu tun bei verschiedenen Brennereien, die dort bezogen haben. Und die haben zum Beispiel ein 225 Liter Tawny Port Weinfass aus französischer Eiche. Und die haben tatsächlich hier einen 225 Liter Weißportwein aus einem französischen Eichen auch. Allerdings, und das fand ich echt merkwürdig, die haben hier von den Tawny Port, haben sie nur jetzt hier, die haben Tawny Port, französische, amerikanische, allerdings hier von den Ruby Port haben sie nur amerikanische Eiche. Genau, das ist das, was ich sagen will. Und amerikanische Eiche ist denn da tatsächlich ein Finishing-Fass, fast ausschließlich. So, die machen immer wieder, wie viel Schokolade, wie viel Trauben, wie viel Würze und wie viel Süße da drin ist. So kategorisieren sie ihre Fässer da für uns, die das anschauen wollen. Also, ja, es gibt europäische Eiche auch bei Port. Genau, weil normalerweise, wenn man denn ein Tawny Port Fass hat, der nicht ein Finishing Fass, das ist amerikanische Eiche, weil der Tannin soll nicht übermächtig werden, nicht viel. Aber für Seasoning-Fässern, das ist schon. Und ich würde vermuten, dass da ein bisschen denn davon ist. Denn auch da sagen sie hier, eine der offiziellen Tasting-Noten ist diese gewürzte Eiche, diese Nelke, diese Zimt. Und da steht es sogar bei mir, bei unserer Webseite hier, Tully Bardeen. So, wir haben Himbeeren, wir haben das. Und da der Tawny Port gibt würzige Eiche, Nelke, Zimt. Oh, guck mal, die haben gesagt, der Tawny Port aged in Oak Barrels, aber die sprechen nicht davon, was der Port, der Ruby Port und was der White Port dazu mitbringt. Auch interessant. Cheers. Was ich auch ein bisschen interessant finde, ist Folgendes, dass es direkt von Tully Bardeen 65 Pfund kostet. In Niederlande kriegst du schon für 60 Euro. Und in Deutschland, also 64 Euro ist unser Preis hier. Der hat eine
leichte Säuremoment, als ob die Himbeere nicht ganz reif wären. Da ist eine süße, vanillige Soße Moment. Aber die 46 fühlen sich sehr cremig an. Ich hätte mich echt sehr, sehr gefreut, wäre irgendwo hier drauf jetzt hier dieser Begriff von Natural Color und Non-Chilled Filtered. Ist aber nicht. Schade, schade, schade. Dafür haben sie hier eine lange Erklärung, was denn dort in dem Jahr 1745 passiert ist. 1715, der Krieg denn da und so weiter. Alles, was ganz ehrlich ein Whisky-Enthusiast gar nicht interessiert. Uns interessiert dann tatsächlich mehr Informationen über Fässern, uns interessiert mehr Informationen über der Dauer der Finish, uns interessiert einfach mal diese Information, Kälte verdreht oder natürliche Farbstoff. Das sind die Punkte, die uns hier interessieren. Und das ist echt schade, dass es nicht gegeben wurde. Tolle Verpackung, also auch hier drin, wirklich gefutterte, weiche, sehr schöne, riecht sehr stark nach Kunststoff, ein bisschen plastisch und so weiter, aber es ist stabil und sehr, sehr gut. Immer wieder die Frage für mich, ob bezahle ich 5 Euro für eine Verpackung, die ich nicht brauche? Mit den Worten vom Roy hier vom Aquavit, ich schmeiße die Verpackung sowieso weg und stelle meine Flaschen ohne Verpackung in das Regal. Wenn ich das reinpacken könnte in mein Regal, was nicht passt, das fehlen, denn das ist zu hoch dafür. Das ist Tutti Bardi, muss auf der obersten ihrem Regal immer kommen. Auch das ist etwas, wo ich sage, suboptimal, aber natürlich werbewirksam, denn da. Geschmack: Säure, Süße, Frucht. Ein paar Übergänge dann sind da. Ich würde sagen, ich bin eindeutig bei einem 3 und die ganze Zeit ringe ich mit mir ein 3 plus, eigentlich nicht. 3 minus könnte, wenn der Schwefel mich manchmal packt und sagt nein, könnte er ein 3 minus sein, aber sagen wir solide 3. Und nun eine 65 € Flasche hier. Wir haben einen Whisky, der rein rechnerisch um die 14 Jahre alt ist. Wir haben einen Whisky, wo es 18.278 Flaschen weltweit davon gibt. Und wir haben einen Whisky, der ein Finish bekommen hat, was einzigartig ist, wie ich das bisher verstanden, in den Weiß Port, in den Tawny Port, in der Ruby Port. So, von daher ist das schon ein bisschen ungewöhnlich. 3 minus für Preis. Also 65 € ist viel Geld, aber es ist schon, wir haben zumindest die Eckdaten 2018, 2022. Das kam Ende Dezember überhaupt jetzt hier an. Also so spät bin ich heute nicht damit. Und das ist schon ein interessantes Produkt, die man einfach mal probieren darf. So, meine zweite Frage ist, meine erste war, welche haben denn schon auch 3 oder sogar alle 4 Portsorten da drin gehabt? Meine zweite Frage ist, dein Lieblingsprodukt von Tully Bardeen. So, die ganze Zeit habe ich den hier gehabt. Ich probiere mal ganz kurz zu sehen, ob der besser ist oder schlechter. Fino und ich, wir sind nicht die besten Freunde, aber es ist auch immer wieder gut für mich, nochmal hier diese Verhältnismäßigkeit von diesen Whiskys zu sehen. Durch den Quarter-Casks ist da viel mehr Eiche. Durch diese Fino-Sherry ist dieser Fino-Moment denn da eine salziger, ja, Moment. Hat was, würde gut zum Fisch passen, aber hier, das ist der Whisky, der erst im Nachtisch passt. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Vielen Dank, dass ihr liked, vielen Dank, dass ihr auch mitmacht bei meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen. Vielen Dank, dass ihr immer wieder hier kommentiert und ich freue mich, eure Kommentare hier zu lesen. Bis dahin, bye bye.